Willkommen zurück zu Final Fantasy X-2. Zur letzten Folge waren wir in der Höhle der Sommersteppe und mussten uns sehr viele Zahlen merken, aufschreiben, rechnen. Und das war ein bisschen langweilig und ein bisschen doof, weil ich irgendwann nicht mehr weiter konnte. Weiter wusste, weil man plötzlich die Anzahl der Kämpfe der bisher in dieser Höhle sich merken musste, was mir kein Schwein gesagt hat. So, jedenfalls geht es jetzt weiter und zwar gibt es auf der Insel Bizet, genau, noch was zu erledigen. Baby niedlich, bla bla bla, es fehlt noch ein Name. Was Becklin, wo sie treibt. Ah ja, genau, am Strand hat ein Schiff angelegt und das wollen wir jetzt überprüfen. Was da für ein Schiff angelegt hat. Genau. Yay. So, Möwenladescreen. Mach mal ein bisschen schneller. Wir sind da und ich werde noch eine Ausrüstung ändern, weil die Yuna... Moment mal. Ausrüstung ändern, Yuna, weil du... Ja, Monster Shrek ist schön, aber... Ja. Wir brauchen auch ein bisschen was zum Trainieren und wenn keine Monster da sind, kann man schlecht trainieren und das wollen wir nicht. So, auf to the Strand. Dum, 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 dum. La, la, la. Oh Mann, kann ich mal die Musik richtig mitsummen? Da ich mir in Anführungsstrichen Sommergrippe angefangen habe und noch, ja, ein paar Tage lang nicht wirklich viel sprechen konnte. Deswegen waren jetzt auch wieder zwei Tage zwischen den Folgen, wo nichts kam, was mich langsam ein bisschen ankotzt. Weil da hätte ich mal Zeit zum Aufnehmen, aber dann geht's nicht, weil Hust, Hust, Schnupf, Schnupf. Nervig. Und so 25 Minuten einen voll zu rotzen in Let's Play ist natürlich total vorteilhaft. Vor allem, weil die Stimme ungefähr so klang und da und da und alles total nervig. Naja. Aber das ist zum Glück fast weg, nur dass ich noch ein bisschen Probleme habe. Oh mein Gott, ein Chocobo. So, du bekommst erstmal... Gitterkraut, da friss. Chocobo Protoss, ja, herzlichen Glückwunsch. Peter! Alter, wieder voll high rumwedelt. Ja, schön. So. Gleich sind wir da. Oder so. Hoffentlich. Spring. Da-dam. Da-dam-dam-da-da-da-da-dam. So, Strand. Was ist geschehen? Was ist geschehen? Wieso passiert denn nichts? Oh mein Gott, da ist ein Schiff. Oh Scheiße. Hallo. So you're leaving the island. I've been called back to headquarters. We need to reorganize the Youth League. All aboard. We'll be setting sail shortly. You heard him. Later. Sorry. Practice harder.
Next time we meet, let's blitz, yeah? Yeah. Show us that shot again sometime. Slackers to the very end. Ah ja. Ja, ich persönlich finde es jetzt gar nicht mal so schlecht, dass der weg ist. Oh, toll. Ja. Aber anscheinend mögen ihn die anderen ja wahrscheinlich doch ein bisschen vielleicht. Eventuell. Ja gut, das Schiff ist also wieder ausgelaufen und weg und wir können nicht mal drauf gehen. Und ja, das war's jetzt auch hier schon, oder was? Hey, plötzlich spielen hier ganz viele Blitzball, oder? Das ganze Dorf hat sich dein Konzert angesehen. Ja, wahnsinnig. Die Grundlage sind die wichtigsten. Wir haben uns kaum verbessert. Toll. Doch das Baby wird wacker, wohl endlich zur Ruhe kommen. Klar. Durch ein Baby wird man auch total ruhig. Man hat schlaflose Nächte. Und einen stressigen Tagesablauf. Ja, da muss man auf jeden Fall ruhiger werden. So, jedenfalls brauche ich jetzt einen Speicherpunkt. Und den muss ich erstmal finden, weil es auf dieser Insel nur knappe 2-3 Stück gibt, statt damals 4-5 oder so. Vor allem gab es da am Strand einen, der plötzlich weg ist. Oh mein Gott. Ich mag diese Dinge nicht, denn sie haben einen Mundgeruch, der total eklig ist und man nicht ausweichen kann. Außer in Spielen, wo man sich frei bewegen kann und den eventuell ausweichen kann. Und dann nicht funktioniert, weil irgendwas, ja, nicht funktioniert, dass man eben ausweichen kann. So, Speicherpunkt. Ich will zurück zum Flugschiff. Oh, hallo. What's the matter? I thought I'd go say goodbye to Becklem. He's already gone. Oh. Well, I guess we never patched things up, huh? What can you do? That guy's head is made of rock. I think you've met your match. What's that mean? It means it's taking you forever just to pick a name for your baby. Listen, I'm only worked up because I want to be a good father. Kimari told me something once. He said, only those who try will become. So you mean I have to do something and try to change, that it? Hang on, there's more. Then Kimari said, Kimari think Riku should stay Riku. Huh? So, I'm me then. Oh, I see. Yep. No matter how hard you try, you'll always be Waka anyway. Hey, what's that supposed to mean? Drigwi. Huh? Anyways, you guys stay in the village till nightfall at least, yeah? Ja, das werden wir jetzt auf jeden Fall. Hat er sich denn endlich für einen Namen entschieden? So ganz spontan. So, zack, wir speichern das mal schnell. La la la. So, was willst du jetzt? Magst du Revolver in den Spielen? Oh mein Gott, nein, nein, nein. Dieses tolle Spiel brauche ich jetzt nicht spielen. La, la, la. So.
Jetzt ist die Frage, wo wir übernachten können. Oder ist jetzt schon Nacht? Oh, ja, ist schon Nacht. Das ging ja schnell. That night, Waka gathered everyone in the village around the fire. Well, you probably know why I called you all here, huh? I'd like to introduce the newest member of Besaid Village. Oh, we already met him. Say, you picked a name yet? Don't tell me this is a brainstorming session. Like I do something like that. But no, I haven't picked one yet. I'll think of one soon, yeah? For now, I just wanted you all to meet him. Everybody, take good care of him, yeah? Yeah! Oh, yeah! Congrats. Yeah, but I gotta come up with a name. No more dilly-dallying from Dad. Of course not. Naming my son is my first important decision as a parent. Like Kimari said, only those who try will become. But, I'm already me, yeah? Bingo. He's going to make a great father. Immer noch keinen Namen. Das ist ja doof. Ich möchte langsam wissen, wie der Junge heißt. Ich hoffe, das erfahren wir am Ende noch. Oder am besten vor dem Ende. So, und da schätze ich mal ein bisschen fett in die Zelt. So. Zurück auf dem Flugschiff. Hui. Mein Paps hat sich nicht viel dabei gedacht, als er mir meinen Namen gegeben hat. Nur er versucht zu werden wie ein Vorbild. Ob wir das auch können? Ja, bestimmt. So, wo geht's als nächstes hin? Temple Jose. Ach oh Gott, dieses Ding. Wüste Bikral und Bevel. Ja, dann würde ich mal sagen, auf geht's zur Wüste Beknall. Heiße Wüste, heiße Monster. Ein legendäres Monster, das im Sand schlummerte, ist erwacht und jetzt sind alle dort unten alle in Gefahr. Das heißt, wir brechen mal auf, um das Monster zu verdreschen. Ach stimmt, wir haben noch einen Kaktus abzugeben, den wir spontan gefunden haben. Aber gut, erstmal schauen, was da los ist. Boy, am I glad you're here. Matsakiak. We've got a prickly situation. Fiends are attacking the Kaktor Nation. We'll take care of it. Benzo, let's go. I was wrong. She doesn't get dragged into trouble. She jumps in head first. Ja, toll. Darf ich vorher aber noch bitte speichern, bevor ich jetzt gegen dieses Viech kämpfen muss? Oder werde ich spontan einfach in den Kampf eingeschmissen? Ah, spontan in den Kampf eingeschmissen. Was ist das denn? Wow! What's happening? Uh.
These are no garden variety fiends. Let's ask Marnella. She knows more than I do. Sure, okay. Marnella, do you know what's going on? Ein antikes Monster aus dem Untergrund ist erwacht. Es ist auf dem Weg hierher. Wir müssen schnell die Barriere des Sandsturms aufstellen. Diese Barriere können nur die 10 Wächter hervorbringen. Bitte ruft sie alle zurück, bevor meine Kräfte schwinden. That's the gist of it. Yuna! Uh-oh. Get back! Kacke. Ja, genau. Wow, did she get him? No, she says she's struggling just to buy us time. Please, find the gatekeepers before Marnella's strength gives out. Mission gestartet. Okay. Die 10 Wächter sind auf Pilgerreise, bringt sie zurück ins Kaktongebiet. Fragt die Kaktusmütter nach Hinweisen, wo ihr Kinder gerade sein könnten. Finde die 10 Wächter. Gut, ist hier irgendwo ein Speicherpunkt? Ich werde dolmetschen. Ich werde nicht lange durchhalten. Fragt die Mamis, wo ihre Wächter finden können. Okay, Kaktus ansprechen. Mein kleiner Chopper, du bist ein wenig gewachsen. Bin ich froh, dass du die Reise gemacht hast. That's the gist of it. Was? Ich habe eine Nachricht von Elio erhalten. Meine großen Freunde, die ich an der Thermalquelle kennengelernt habe, zeigen mir den Schnee. Auf seine Mutter will er nicht hören, aber Elio ist immer noch der Beste. That's the gist of it. Okay. Also, Berg Gagaset? So, dann hier ist auch noch eine Mutter, oder? Da drin hausen die bösen Kaktoren, ein Zufluchtsort für jene, die sich weigern, ihre Pflichten als Beschützer der Wüste nachzukommen. Geht nicht in die Nähe des Baus. Er ist versiegelt. That's the gist of it. Hm. So. Diese Kaktus-Mami scheint zu schlafen. Ja. Die pennt. Ist klar. Pennt auch. Diese pennt ebenfalls? Die pennt ja auch. Was ist denn jetzt los? Ich muss doch wissen, wo ich hin muss. Außerdem möchte ich einen abgeben. Pennt ebenfalls? Hm. Wieso pennt da alles? Ja, okay. Gut, der andere ist auf jeden Fall. Oder? Der war doch jetzt hier im Schnee. Von Elio. Kennengelernt habe, zeigt mir den Schnee. Gut, also irgendwo auf dem Berg Gagaset. Gut, dann gehen wir erstmal zurück und holen die restlichen Kaktorwächter. Oh Mann, das hat aber lang gedauert. Zurück zum Camp. Gut, dann müssen wir erstmal zum
dem Berg. Zack. So. Auf zum Berg. Bergersatz. Wir müssen mal in dir helfen und schnell die Kaktoren finden. Kakteen, was es nicht alles gibt. Ja, ja. So, auf zum Berg Gagaset. Berg Gagaset. Ja, jetzt ist die Frage, wo dieser Kaktor ist. Aber wenn der bei den Thermalquellen oben war und jetzt den Schnee gezeigt haben, dürfte er eigentlich irgendwo in der Nähe sein. Also, denke ich jetzt einfach mal. Hey, wir sind hier oben rausgekommen. Willst du mich verarschen? Wieso bin ich jetzt hier oben? Na gut. Hi there. Hallöchen. Stirb. Die pennt und ist vergiftet. Das ist ja echt ein Traum. Zum Kotzen. Da, 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 da. Fresh. Egal was für Weg Ron zu gehen, Berg wird immer da sein. Yay. Stirb, Hund! Und patsch! Dum, dum, dum. Na endlich! So, und jetzt noch der. Jetzt stirb endlich. Na, endlich. Wurde mal Zeit. Yay, Level up für die Pages. 50. So, wir suchen einen kleinen Kaktor. So, hops, 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 dann da, dann da rüber, bitte. So, jetzt müssen wir bloß noch irgendwie nach unten finden. Weil hier oben gibt es ja keinen Schnee. So, ich glaube, da geht's sogar nach unten. Oder irre ich mich da jetzt? WTF? Hä? Nur mal kurz zum Flugschiff. Kann ich da vielleicht irgendwo anders landen? Muss ich da an der Bergspitze landen? Oh Mann. Also nochmal Gagaset. Toll. Einfach toll. Zack. Ja gut, dann müssen wir uns eben den Weg nach unten irgendwie freimachen.
Aber dann war's erstmal für diese Folge. Dann machen wir das in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und bis dann, Leute. Ciao.